Der Thorner Verlag für deutsche Literatur www.thorner-verlag.de präsentiert den Buchtipp. Das ist wieder ein Buch, meine liebe Monika, das nicht nur schön geschrieben ist, sondern auch wunderbare Bilder beinhaltet. Jens und Jule entdecken die Heide. Da muss ich immer an Jens Garling, an meinen liebenswerten Kollegen denken. Er ist wirklich liebenswert, du hast recht, aber du bist nicht minder liebenswert. Musst du so kurz vor Weihnachten jetzt einfach mal sein. Erzähl uns was zu diesem Buch, meine Liebe. Ja, als du das gesehen hast, dachtest du, ich hätte es schon mal mitgebracht. Genau. Das mag an der deutlichen Künstlerhandschrift der Renate Müller liegen. Die hatte ich schon mal vorgestellt mit dem Buch Martin wandert durch Lappland. Aber ich habe gedacht, dieses Jahr muss auf jeden Fall noch gezeigt werden. Jens und Jule entdecken die Heide. Weil die Heide ist wesentlich dichter als Lappland. Und die Zuschauer werden die Lüneburger Heide kennen. Es ist ja ein ganz, ganz besonderes Stück Natur. Es ist ja eine Kulturlandschaft, also von Menschenhand geschaffen, kann man sagen. Und dieser besonderen Botanik auch hat sich Renate Müller angenommen. Der Text ist von Hartmut Müller und sie hat es wunderbar illustriert. Mhm. Die Geschichte vielleicht kurz erzählt. Jens und Jule sind ein Geschwisterpaar aus Hamburg und die haben ihre Großeltern in der Lüneburger Heide wohnen. Und dann nutzen sie in den Ferien, egal ob Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst, nutzen sie die Ferienzeit, um diese besondere Landschaft zu erkunden. Und es ist erstaunlich, was es dort alles zu entdecken gibt. Nicht nur an Tieren, sondern auch an Botanik. Es gibt da halt Besonderheiten. Die größte Besonderheit, denke ich, sind die Heidschnucken, von denen wirst du auch schon mal gehört haben. Mhm. Die da alles kahl fressen und auch fressen sollen, damit einfach der Baumbestand dort nicht übermächtig wird. Die Geschichte, ist es eine Kindergeschichte oder ist es ein Buch für Jung und Alt? Ach, es ist immer ein Buch für Jung und Alt, denke ich. So ist das angelegt. Aber ich denke, dass Kinder sich ganz besonders erfreuen, was ihre Altersgenossen bei den Großeltern dort erleben. Weil Oma und Opa geben sich wirklich große Mühe, den Kindern diese Lüneburger Heide nahe zu bringen und die Besonderheiten zu zeigen. Sie erleben kleine Abenteuer, altersgerechte Abenteuer. Und es ist auch ein bisschen was mit Information und Lehraufgabe, kann man auch wirklich sagen. Ja. Wenn man erkennt oder man lernt die Natur wieder kennen und Kinder sollten auch die Natur schätzen lernen. Ja, weil das auch ein besonderes Stückchen Erde ist, kann man sagen. Also wer nicht weiß, wo die Lüneburger Heide liegt, man kann sagen, wenn man auf die Landkarte schaut, südlich von Hamburg oder auch südlich von Lüneburg, weil die Stadt Lüneburger Heide ist Lüneburg, oder man kann auch sagen, östlich von Bremen oder südöstlich von Hannover. Es ist einfach eine ganz besondere Ecke, die den Kindern, man kann sagen, in Erzählform nahegebracht wird. Und wenn man das dort erwandert, wird man sehen, auf wie viele Schätze man dort trifft. Man sollte sich wirklich mal auf den Weg machen und in der Saison die Lüneburger Heide erkunden. Und was auch wirklich schön ist, es ist wieder ein typisches Thorner-Buch, ja, weil es mit ganz, ganz viel Liebe ja hergestellt worden ist. Es ist ja wieder über deinen Verlag zu bekommen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen zum Beispiel, ja, dann kann man jetzt ja anrufen und kann sich's bestellen. Für welchen Preis? Ja, 29,95. Das mag vielleicht ein bisschen hoch erscheinen, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass jede Innenseite vierfarbig gestaltet ist. Und das ist allein vom Druckaufwand leider nicht so für 2-3 Euro zu machen. Deswegen ist dieser Preis vielleicht auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen gewaltig, aber er ist gerechtfertigt, weil da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin. Auch diese Renate Müller hat eine Art, Dinge zu zeichnen und zu veranschaulichen. Wahnsinn, es ist wirklich detailverliebt und aufwendig gemacht. Es ist ein traumhaftes Geschenk für Kinder in dem Alter. Ich hätte auch gern Großeltern in der Lüneburger Heide und hätte gern das erlebt, was Jens und Jule erleben durften. Und man kann die Kinder wieder zum Träumen bringen, ja, was ja auch wirklich was ganz Schönes ist. Ja. Wie gesagt, das Buch ist erhältlich bei dir im Verlag. Mehr ja Informationen bekommt man natürlich unter der eingeblendeten Telefonnummer. Da können Sie das Buch bestellen und man bekommt natürlich Informationen zu sämtlichen Büchern, die es bei dir im Verlag gibt. Unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es natürlich auch weiter mit Thorner und mit Monika Thorner. Aber mit dem Buchtipp in etwas anderer zeitlichen Abfolge, weil ich muss mich ein kleines bisschen um Thorner TV und auch um den Shop kümmern. Die Zuschauer werden das mitbekommen haben. Das heißt, die Abstände im Buchtipp werden sich vergrößern. Aber ich bin immer mal wieder da und freue mich auch immer wieder auf dich. Ich freue mich auch immer wieder auf dich. Dann bin ich auch ein bisschen ausgeschlafener, denn dann sind ja wir ja um 14 Uhr da. Ja. Sonnig soll
soll es heute in der Sonne zugehen, in der Sendung zugehen. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Besser gesagt, unser liebenswerter Kollege und mittlerweile ist er ja auch ein guter Freund von dir geworden. Es kann sich nur um Thilo Axel handeln. Thilo Axel hat etwas besorgt für dich, was dich, glaube ich, jetzt auch sehr rührt. Und ich würde sagen, Türchen Nummer 18, du bekommst heute auch einen kleinen Adventskalender. Thilo, komm mal zu uns. Und bring mit, was du mitbringen wolltest. Oh, meine. Guck mal. Ich glaube es nicht. Das ist ein Bild von Mike Gabe. Ich fasse es nicht. Und ich habe noch gedacht, guck, jetzt hat er das anderweitig verkauft. Schade. Und jetzt steht es hier. Ich bin sprachlos. Du wolltest, man muss dazu sagen, der Künstler war im Studio, hat das Bild vorgestellt, du hast das Bild gesehen, wolltest es haben. Ja. Thilo hat es schon abgegriffen und dann war es ausverkauft. Und ich krieg die Nachricht, es ist verkauft und ich habe noch gedacht, schade, jetzt ist es weg. Thilo, du hast auch ein so sonniges Gemüt und möchtest den Menschen auch immer gerne Freude bereiten. So viel Freude gemacht, also gerade auch dieses Buch heute wieder ist der absolute Knaller von den Illustrationen. Und sie liebt Bilder und ja, womit macht man eine Freude dann? Ist ja immer schwer, das rauszufinden. Ne? Das Sensation. Ist der Punkt. Ich muss einfach sagen, ihr seid einfach das beste Team all over the world. Das hat die Redaktion heute auch wieder bewiesen, oder? Muss man wirklich ganz sagen. Aber Thilo, das ist von Thilo natürlich und ich glaube, das ist auch eine große Wertschätzung an Monika Thorner. Thilo, herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich nochmal zur wahren Geschichte und wir sehen uns wieder, morgen. Du bleibst ja morgen noch bei uns. Ich bin freundlicherweise eingeladen und ich freue mich riesig. Wir machen ja morgen noch unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Freue ich mich drauf. Aber für heute war es der Buchtipp. Danke. Der Buchtipp wurde Ihnen präsentiert vom Thorner Verlag für deutsche Literatur, www.thorner-verlag.de, Telefon 040 500 49740. Und auch heute gibt es wieder gute Laune für Sie, wenn Sie eine Postkarte wegschicken. Denn Sie können heute wunderbare Musik gewinnen von Ellen Aubier. Sie war bei uns zu Gast und sie hat ein wunderbares Lied gesungen, Engel. Und dieses Lied ist wirklich ein toller Ohrwurm gewesen. Sehr schön, sehr melancholisch, aber bringt einen trotzdem in eine gute Stimmung. Und ein Lied zum Schmunzeln, Unrasiert. Und diese zwei CDs können Sie heute von uns nach Hause geschickt bekommen, wenn Sie folgende Frage beantworten. Wir wollen heute wissen, was entdecken Jens und Jule eigentlich? Sie erinnern sich an den Buchtipp gerade eben. Sind es A, die Osterhasen oder ist es B, die Lüneburger Heide? Hops, jetzt habe ich fast ein bisschen zu viel verraten. Oder ist es B, die Heide? Stichwort ist Jens und die Postkarte, die schreiben Sie wie immer an Astro TV Leichter Leben in 10452 Berlin. Der Einsendeschluss ist, zack, da ist es da, das neue Jahr. Zwar am 2.1.2015 und wie immer vermerken Sie doch bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Anschrift, damit wir Ihnen natürlich auch dieses schöne Musikpaket zukommen lassen können.